Die effiziente Produktion von Qualitätsmilch hängt weitgehend davon ab, wie Sie Ihre Kühe kontinuierlich, rechtzeitig und ausreichend füttern können. Leli hat jetzt das automatische Fütterungssystem Leli Vector entwickelt. Ein revolutionäres Konzept, das die flexible Fütterung von Kühen mit frischem Futter 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche ermöglicht. Im Wesentlichen besteht das Konzept aus zwei Hauptteilen: dem Futtervorratsbereich, wo das Futter gelagert, ausgewählt und geladen wird, und dem Misch- und Fütterungsroboter, ein autonomes batteriebetriebenes System, das eine selbstgemischte Ration automatisch füttern kann. Der Vorratsbereich ist ein offener Bereich ohne Hindernisse, in dem man alle möglichen Futtersorten lagern kann. Jede Futtersorte hat ihren eigenen Standort, der leicht zu definieren ist. Richtig siliertes Raufutter bleibt frisch, da es in Blöcken gelagert wird. Es ist genug Platz, um Futter für bis zu 3 Tage zu lagern. Über die E-Link-Schnittstelle wird der Futterplan erstellt und der Futtervorratsbereich eingerichtet. Kuhgruppen und Rationen lassen sich leicht ändern. Das Futter wird vom Futtergreifer geholt, der so konstruiert ist, dass er die verschiedensten Futtersorten in einer bestimmten Reihenfolge auswählen und aufnehmen kann. Bevor er das tut, wird mit einem Laser geprüft, wo das meiste Futter zur Verfügung steht. In Behältern gelagertes Kraftfutter und Mineralien können ebenfalls unter das Raufutter gemischt werden. Das Vektorsystem lädt die verschiedenen Materialien in der bestmöglichen Reihenfolge. So muss die Ration nur leicht und kurz gemischt werden. Mit einer optimal gemischten Ration startet der Roboter in Richtung Stall. Metallstreifen bestimmen die Route, der der Roboter folgen muss, bis er das Fressgitter erreicht. Der Ultraschallsensor sorgt dafür, dass der Roboter dem Fressgitter in einem festgelegten Abstand folgt. Durch die Erweiterung der Route können auch Jungvieh oder trockengestellte Kühe in einem anderen Stall gefüttert werden, selbst bei engen Futtergängen. Dank des Elektroantriebs sind die Betriebskosten extrem niedrig. Sobald der Roboter die entsprechende Gruppe erreicht hat, öffnet sich die Schiebetür. Der Verteiler in Kombination mit der vertikalen Schnecke sorgen nun für die gleichmäßige Verteilung des Futters am Fressgitter. Die Futtermenge wird über das Wiegesystem kontrolliert und über die Fahrgeschwindigkeit eingestellt. Das gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Mischung vor den Tieren. Während der Roboter vor und nach der Verteilung des Futters das Fressgitter entlang fährt, schiebt er das Futter für die anderen Gruppen. Dabei erfasst ein Laser die vorhandene Futtermenge. Er bestimmt, wo und wann frisches Futter nötig ist. Zusatzschichten zum Futterschieben können zwischen den Fütterungszeiten eingelegt werden. Das Leli-Vektorsystem sorgt für frisches Futter am Fressgitter. 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche.